através do nesse canal de comunicação que temos na Europa. E feito transmissão, também as traduções para o inglês. Es werden Übertragungen gemacht, auch Übersetzungen ins Deutsche und ins Spanisch. Ich hoffe, wir können irgendwann auch Übersetzungen ins Italienisch und Rumänisch machen. Wir hatten gerade ein starkes Zeugnis. Und wir können das verbinden mit dem Thema von heute, das ist der Aufbau der Gemeinde. Da geht es darum, wie können wir uns umeinander kümmern, was ist wirklich das Christenleben? Wir müssen die Wirklichkeit des Gemeindelebens leben. Dank der Herren, wir sind hier zusammen, um Gemeinschaft zu haben und ein bisschen von dir weiterzugeben, was uns der Herr gezeigt hat die letzten Monate. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, aber ich weiß, der Herr wird uns überraschen. Wir dürfen nicht nur diejenigen sein, die das Wort hören, sondern wir müssen auch das Wort leben. Nach dem Zeugnis, wo wir gesehen haben, was die Beziehung zwischen den Kindern Gottes ist und was unsere Funktion ist. Hier so ein paar Fragen. Ne? Also was ist der Wunsch des Herrn für dein Leben? Was ist sein Plan? Möge der Herr uns Gnade geben in dieser Zeit der Gemeinschaft. Ich hoffe auch, dass ich nicht die Zeit überschreite. Geschwister sind auch am Nachmittag rausgegangen auf die Straßen, um für die Menschen zu beten. Es gibt viele Erfahrungen. Wir haben auch gehört, dass viele Menschen aus der Ukraine Gebet bekommen haben. Es gibt den Aspekt der materiellen Hilfe. Dann gibt es aber auch die geistliche Hilfe. Also wir müssen ihnen Hoffnung geben. Was ist dann jetzt, das darf ich für sie beten? Wir haben ein bestimmtes Rezept, aber Geschwister, ich habe mich erinnert, der Herr Jesus selbst, am Anfang von Matthäus hat er gesagt, also die Jünger haben ihn gefragt, wie sollen wir beten? Und der Herr hat ihnen gesagt, ihr sollt so beten, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Um für die Menschen zu beten, wenn wir für die Menschen beten, müssen wir sagen, dass sein Reich komme, dass der Name des Herrn geheiligt wird, damit sein Wille hier auf der Erde getan wird. Das ist das Gebet, das der Herr den Jüngern gezeigt hat. Er ist dann auf den Berg hinaufgestiegen. In Jerusalem gibt es auch einen kleinen Berg. Dort hat er mit seinen Jüngern geredet, hatte dann diesen Moment, um dieses Empfinden zu übermitteln, seinen Jüngern, dass wir beten müssen für die Menschen. In seinem Dienst hier auf der Erde ist er immer hinausgegangen und hat gebetet. Manche haben währenddessen geschlafen, aber der Herr hat niemanden aufgegeben. Was mich
wirklich freut, ist, dass das letzte Mal, als er gebetet hat, ist in Johannes 17. Johannes 17 sagt ein paar sehr gute Sachen. Er hat hier seine Zeit hier auf der Erde beendet. Er hat für uns gebetet. Johannes 17. 17, Johannes 17, Vers 17, sagt er so: Heilig ist durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligte seien durch Wahrheit. Er sagt hier auch, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das wurde vor 2000 Jahren gebetet. Es war wirklich in den letzten Momenten, in denen er mit seinen Jüngern zusammen war. Da hat er für uns gebetet, für dich gebetet. Er hat dafür gebetet, dass wir glauben. Das ist so kostbar. Er hat gesagt, ich bin in die Welt gekommen, aber ich habe sie auch gesandt. Was ist das für ein Gebet? Vers 21. Damit sie alle eins seien. Amen. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Helligkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Dann fängt das Gebet an, damit das Reich komme. Damit das Gebet fängt damit an, dass der Name des Herrn geheiligt werden muss, und es endet mit einer Bitte, dass die alle Kinder Gottes eins seien. Ich würde gerne das Thema ändern von der Botschaft. Die Gemeinde in den Endzeiten. Ich glaube daran. Wir sind hier deswegen. Die Gemeinde in den Endzeiten. Wir haben vorhin Botschaft Matthäus Kapitel für Kapitel gesehen. Muitos capítulos. Sind viele Kapitel. Nesse situação era para quê? Mostrar que o homem tem necessidade de Deus. Es wurde gezeigt, dass der Mensch Bedürfnisse hat und Gott ist hergekommen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Er ist gekommen, um die Menschen zu heilen. Taube, Lahme, Blinde, Besessene, Dämonen wurden vertrieben. Er hat gesagt, komm zu mir, die zu viel Last haben. Bedürfnisse des Menschen wurden erfüllt. Aber jetzt müssen wir einen Schritt weiter gehen. Es ist Matthäus 16. Matthäus 16, da ist der Änderungspunkt. Es ist nicht mehr, was wir brauchen, sondern wir müssen sagen, hey, was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis? In den ersten Versen, Geschwister, Matthäus 16, gibt es diejenigen, die Pharisäer, die Jesus Sachen gefragt haben, und sie haben Jesus um ein Zeichen gebeten.
Und er hat gesagt, ich habe kein anderes Zeichen als das Zeichen von Jonas. Was ist das Zeichen von Jonas? Eigentlich wollten sie es versuchen, aber er hat gesagt, es ist das Zeichen von Jonas. Jonas ist für 3 Tage im Bauch des großen Fisches gewesen. Jesus ist durch den Tod gegangen. Er war im Herzen der Erde, aber er ist auferstanden. Das ist das Zeichen, das wir verbreiten müssen, dass wir Christus kennen. Und dieser Christus, den wir kennen, ist durch den Tod hindurchgegangen. Apostelgeschichte, da sagt Petrus auf eine sehr klare Weise, Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten wurde. 32, im selben Kapitel. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Kapitel 16. Morgen, Alex, wirst du eher von der Offenbarung des Christus sprechen. Ab Vers 13 dieses Kapitels. Der Herr hat die Jünger auf einen höheren Berg gebracht, weil er eine große Offenbarung hatte. Er fragt die Jünger, die Menschen, die dort um ihn herum waren, was sagen die Menschen, wer ich bin? Was ist so der Kommentar? Die haben dann geantwortet, ja, einer der Propheten. Matthäus 16, 14. Einige sagen Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Aber der Herr war nicht zufrieden mit dieser Antwort. Sogar die Muslime sagen, ja, das ist ein Prophet. Ein Mann Gottes. Aber dann spricht ihr weiter. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Aí, graças a Deus, né? Ó, Senhor Jesus, mas vós, né? Quem dizeis que eu sou? Versículo 16 fala, respondendo Simão Pedro, dann tu és o Cristo, hat Petrus o geantwortet, Filho do Deus vivo. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nós estamos aqui
Wir sind hier, weil wir eine Offenbarung bekommen haben. Wir haben Jesus kennengelernt als den Christus, als den Gesandten Gottes. Als denjenigen, der vom Vater gesandt wurde, gestorben, wieder auferstanden. Wir, die älter sind, das ist schon 50 Jahre her, dass wir Jesus kennengelernt haben. 1974 hatte ich die erste Gelegenheit. Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, aber ich bin wirklich Jesus begegnet, da war ich 14. In dem Moment haben wir Jesus kennengelernt. Das hat unser Leben verändert. Wegen dieser Offenbarung sind wir hier. Wieso bist du zu dieser Konferenz gekommen? Da ihr über Zoom hier zuhört. Es ist, weil eines Tages Christus zu euch gekommen ist. Das ist die Offenbarung, die unser Leben bestimmt. Aber als wir Jesus kennengelernt haben, ist es nicht dabei geblieben. Es gab eine andere Offenbarung. Jesus selbst hat hier Vers 17 gesagt, glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Die Offenbarung kam vom Vater. Die Offenbarung ist nicht nur beim Sohn geblieben. Hier sagt er aber auch, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier sehen wir, dass das Geheimnis Gottes Christus ist und das Geheimnis Christi ist die Gemeinde. Es gibt da viele Verse, die das sagen. Paul spricht viel von dieser Offenbarung. Und dieser Offenbarung folgen wir. Wir kennen Geschwister im Gemeindeleben. Also 1976 haben wir angefangen, das Gemeindeleben zu leben. Das hat uns geholfen, diesen Weg zu gehen. Wir lehren es immer so. Man braucht die Offenbarung Christi. Man braucht auch die Offenbarung der Gemeinde. Jetzt mit ein bisschen mehr Details. Er hat nicht nur Christus offenbart, sondern hat auch über den Aufbau der Gemeinde gesprochen. Also über was ich heute sprechen werde. Hier meine Bibel habe ich hier markiert Christus und die Gemeinde. Mas esquece que antes da minha igreja tem a palavra edificarei. Aber zwischen Christus und Gemeinde steht da, werde bauen. Die Gemeinde muss aufgebaut werden. Wie wird sie aufgebaut? Was ist ein Bau? Was ist ein Gebäude? Então vamos puxar com que Deus vai construir. Womit wird der Herr diese Gemeinde bauen? Mit welchem Material? Heute Morgen war die Botschaft, geht auf den Berg hinauf und bringt Holz.
Ich will das nur hervorheben, dass im Buch von Matthäus die Materialien stehen. Nachdem der Herr auf den Berg hinaufsteigt und Offenbarung gibt, sagt er, jetzt werde ich hinabsteigen wieder. Wenn er hinabsteigt, dann sammelt er die Materialien. Ja, das Haus wird auf den Felsen gebaut. Dann ist es egal, ob Regen, Winde kommen, Sturm. Wenn du dann so ein Haus bauen möchtest, dann musst du gutes Material holen. Wenn er vom Berg herabsteigt, wen sucht er da? Matthäus 8. Deswegen ist die Gemeinde das, was ist. Was ist das Erste, was er hat? Matthäus 8 sehen wir das erste Material, den ersten Kandidaten, der beim Aufbau der Gemeinde teilnimmt. Ein Aussätziger. Der Aufbau fängt mit einem Aussätzigen an. Wenn du denkst, dass du nicht wirklich gut bist, Grimaldi hat es gesagt, der Aussatz wird in Verbindung mit Sünde, mit Rebellion gebracht. Miriam ist aussätzig geworden, weil sie sich aufgelehnt hat gegen Mose. Sie wurde dann isoliert. Der Aussatz war eine ansteckende Krankheit. Und hier auch mussten wir Abstand halten wegen Corona. Also der Aussatz wurde auch war auch ansteckend. Das könnte man jetzt fragen, hast du keinen besseren gefunden? Se começássemos a identificar que tipo de material vai edificar essa igreja. Primeiro é alguém que é rebelde. Deswegen, wir schauen uns an, was für ein Material Gott nutzt für den Aufbau der Gemeinde. Es ist jemand, der rebellisch ist. Was hat Jesus gemacht? Er ist dahin gegangen und hat ihn berührt. Danke dem Herrn, wir sind hier, weil der Herr uns berührt hat. Wir hatten ein Herz voller Rebellion, aber der Herr hat uns berührt. Der zweite Fall ist ein Fremder, jemand, der nicht vom Volk Gottes stammte. Jemand, der nicht Anteil hatte am Volk. Das ist so schön, das zu sehen. Danach kommt die Schwiegermutter von Petrus. Es gibt hier Schwiegermutter, es gibt eine tote Tochter, es gibt Besessene, es gibt Blinde. Das ist also das Material. Was ist das bitte? Als wir jünger waren, wer den Ball hatte, durfte sein Team aussuchen. Und der eine, der wurde als letztes ausgesucht. Aber Jesus hat das nicht getan. Er hat den Rebellischen ausgesucht, den Kranken. Relembrar daqueles que estão perto. Eu tô essa questão da sogra. Nós precisamos lembrar da sogra também. Wir müssen uns auch an die Schwiegermutter erinnern.
Manchmal gibt es Geschwister, die in deiner Nähe sind. Manchmal ist es zum Fremden, zum anderen, zum Kranken. Aber es gibt auch Menschen in deinem Haus, die beim Aufbau der Gemeinde teilnehmen. Und wenn das Fieber vorbei ist, wird er mit dir dienen. Deswegen lass uns die Kranken holen, die Aussätzigen, aber auch die Schwiegermutter. Jeder muss teilnehmen an diesem Aufbau. Ich werde nicht so lange hier verbleiben. Ich habe nachgedacht. Also diese Offenbarung ist wie ein Projekt eines Gebäudes. In der Vergangenheit hat man viele Sachen ohne Projekt gebaut. Dann hat man zu viel Beton gegossen oder es gab zu wenig Platz für das Fenster, wenn man einfach das gemacht hat, was man gedacht hat. Aber Gott hat Vorsätze, er hat Pläne. Deswegen ist es so wichtig, das Projekt zu kennen. Es gibt hier Architekten, Ingenieure. Natürlich, heutzutage ist alles viel einfacher, Projekte zu lesen und zu verstehen. Vor 50 Jahren musste man es sich eher irgendwie vorstellen, was da eigentlich gezeigt wird. Wir haben hier aber eine Anweisung, die Bibel. Hier im Wort sehen wir, was Gott geplant hat. Aber er bleibt nicht bei den Plänen. Wir reden hier nicht mehr nur von Projekten. Wir reden davon, wie das Projekt umgesetzt wird. Der Herr wird zurückkommen. O tempo final, que é a mensagem, o tempo final, os discípulos perguntaram para Jesus, olha, quando vai acontecer essas coisas? Die Jünger haben den Herrn gefragt, wann werden diese Dinge passieren? Sie haben auf den Tempel geschaut, wo heutzutage es nur noch einen Rest der Mauer gibt. Sie haben damals gesagt, wow, das ist wunderbar hier. Der Herr hat aber dann schon vorausgesagt, das wird nicht bleiben. Nicht dieses Haus will ich. Ich will ein anderes Gebäude. Die Endzeit wird kommen, wenn das Evangelium gepredigt werden wird. So wie es in Matthäus 24 steht. Das Evangelium wird gepredigt werden allen Nationen. Dann wird das Ende kommen. Dann wird das Ende kommen. Das Ende hängt mit dem Aufbau zusammen. Ich habe ein bisschen vom Material gesprochen. Ich habe ein bisschen von den Menschen gesprochen, die benutzt wurden. Und in dieser Materialliste. Das ist ein guter Ansatz, um mit dem Aufbau anzufangen. Matthäus 15, als von der kananäischen Sprache gesprochen wird, Vers 29, ging von dort weg und kam in den See von Galiläa, und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort und große Volksmengen. Kam zu ihm die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Was haben sie gemacht? Und sie warfen sie ihm zu Füßen.
Im Portugiesischen steht, dass sie diese Menschen dort gelassen haben bei Jesus. Entschuldigung, dass ich sage, aber du wurdest dorthin gelegt, einfach abgelegt vor Jesus. Und mit diesen Leuten wird der Herr in die Gemeinde aufbauen. In diesem Team. Mit diesem Team werden wir den Aufbau der Gemeinde anfangen. Diejenigen, die vor den Füßen Jesu waren, genau die werden das Material für die Gemeinde sein. Manchmal denken wir, ja, ich bin eine schöne Säule. Alle Materialien sind wichtig. Aber der Herr musste mit dem arbeiten, was er hat zur Hand. Das waren die, die zu ihm gekommen sind. Ich will eine kleine Frage stellen. Diejenigen, die vor den Füßen Jesu gelassen wurden, quando começa Deus por junto, aí o cara dá palpite. Sie waren blind, wussten nicht, wohin sie gehen oder hörten nicht, weil sie taub waren. Meine Frau sagt immer, du musst besser hören. Ich höre ein bisschen schlecht auf einem Ohr. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, wir sind nicht besonders, aber wir sind Material. Und dieses Material wird Gott benutzen für sein Haus. Aber dieses Material, wie Paulus gesagt hat in Epheser, Epheser 5, Senhor Jesus, e ele fala, né? 5,25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlich darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Oder Pedro hat ein Beispiel mit Beton gebracht. Ich arbeite auch damit. Meu produto, eu preciso ter muita resistência à compressão, porque ele usa uma base. Mas é feito no concreto. Por que eu uso no concreto? Né? No concreto aí tem a diferença, que o irmão Pedro fez a ilustração do concreto armado. O que seria feito? Né? O concreto é pedra, areia, cimento, gemacht, das sind Steine, Sand, água, Zement, né? Wasser. E no caso do concreto armado, você vai fazer a armação. Por quê? Porque, como eu falei, a pedra ela tem Wieso? Boa resistência à compressão, mas não à tração. Então, nós precisamos de ter esses elementos que formam o concreto e tem os elementos de sustentação, que seria o ferro. E o detalhe maior, o que é? Eu preciso ter materiais adequados. Wir brauchen geeignetes Material. Das Material kommt vom Steinwerk oder vom Fluss. Das Material,
Ein Stein ist für den Beton sehr wichtig. Je nachdem, wozu das dann später ist, arbeitest du mit kleineren oder größeren Steinen. Aber der Stein braucht ein anderes Material, das ist der Sand. Gibt es auch verschiedene Feinheiten. Was wichtig ist, ist, dass weder die Steine noch der Sand unrein sein dürfen. Manchmal ist da auch Staub dabei und das verschlimmert also das, die Qualität. Das Material ist dann weniger resistent. Deswegen, diese Materialien müssen gereinigt werden, also auf uns betragen geheiligt. Wer ist heilig? Gott ist heilig. Die, die an den Füßen Jesu waren, die wurden gereinigt, geheilt. Wir müssen auch gereinigt werden. Von allen Unreinheiten, die wir mit uns tragen. In unserem Leben kommt so viel Schmutz dazu, das klebt an dir. Aber dann gibt es die erste Reinigung. Heutzutage, um die Qualität der Produkte zu verbessern, gibt es verschiedene Waschgänge. Es gibt auch Siebe, um die Unreinheiten wegzumachen. Das macht der Herr mit uns. Der Herr muss sich erstmal aus dem Gewöhnlichen herausnehmen und dich vorbereiten für den Dienst, dich reinigen. Das erste, was runterfällt, ist der Stein, weil er schwerer ist. Dann kommt der Sand drüber. Man muss das alles vermischen. Ich habe gesagt, vor ein paar Tagen, die Geschwister haben mir gesagt, ja, sag etwas, was die Geschwister noch nicht über dich kennen. Habe ich gesagt, ich war ich immer. Manchmal bin ich zu schnell und bringe Diskussionen auf. Der Bruder hat dann gesagt, ja, das wissen wir doch schon über dich. Beton, gibt es Sand, gibt es Steine, Wasser, dann wird das alles gerührt. Dann kommt das Zement. Das Zement wird das alles miteinander verbinden. Wird die Steine mit dem Sand verbinden. Es wird dann so eine chemische Reaktion geben. Es gibt ein Element, das essentiell ist bei diesem Prozess, ist das Wasser. Wenn ich den Rest einfach zusammenwürfle, dann wird nichts passieren, aber das Wasser wird alles verbinden. Das Wasser ist das Wort. Es gibt hier Geschwister, die uns mitverfolgen. Das Wort ist, das Wasser ist das prophetische Wort. Wenn du möchtest, dass in deinem Leben was passiert, in deiner Gemeinde.
was du dann brauchst, du das Wasser. Brauchst das Wasserbad des Wortes. Claro, tem mais um processo, né, pessoal? Natürlich, pode, es gibt pode acelerar o processo, da, né, como Prozesse, alguns aditivos, algum processo para agilizar essa construção, mas é importante que eles comecem a reação. É bom? Isso é a igreja. A igreja é como uma coluna. A Fernanda, ela tá aqui, né? Você não está vendo? Tem pedra? Tem. Tem areia? Tem. Né? Tem cimento? Tem. Tem água? Tem. Mas esses como Steine, Sand, Wasser, Zement. Und am Anfang sind es noch einzelne Materialien, aber wenn sie vermischt sind, dann sehen wir nur eine Säule. Das ist alles zusammen. Das muss auch mit uns passieren. Wir müssen alle zusammen sein, vereint sein. Was hält uns zusammen hier? Was ist das Gemeindeleben? Der hat gesagt, ihr habt wenig. Nós estamos juntos há muito tempo. Nós aber estamos aprendendo a sermos hier zusammen, wir lernen hier zusammen aufgebaut zu werden. Um belo arco de pedra, né? Uma bela, um castelo de areia, não sei para que vai servir, né? Né? Ou ter um mundo de cimento. Talvez o cimento é, né? Eu sempre falo, o meu projeto na minha empresa é quanto eu consigo reduzir o cimento, porque é o mais caro. Wie kann ich weniger Zement reintun, weil das Zement das teuerste ist? Wenn du mehr Zement brauchst, dann mehr Resistenz zu haben, dann wirst du mehr dafür zahlen müssen. Deswegen reinige dich. Numa forma, né? Essa forma, sabe, né? Essa forma é cristal. Der Beton muss dann in eine bestimmte Form gegossen werden. Né? Lá a gente faz vibração, faz compactação. Tudo isso para que não tenha vazios. Onde tem vazio, es muss alles kompakt sein, damit es assim, keine leeren Stellen gibt. Espaços vazios entre nós, né? O Glimaldo falou, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na vida, né? Wenn es solche Löcher gibt, dann ist es, wie Glimosche gesagt hat, ja, ich vergebe dir, aber ich möchte dich nie wieder in meinem Leben sehen. So wird die Gemeinde nie aufgebaut werden. Wenn du es nicht schaffst, mit deinem Bruder zusammenzuleben, wie wird die Gemeinde aufgebaut? Wie wird Christus dann offenbart werden? Das ist also das, was der Herr mit uns machen möchte. Das ist der Aufbau der Gemeinde. Wir reden jetzt von Materialien, die, also ein bisschen weg vom Projekt, jetzt die Materialien nützlich für den Herrn sein können. Heutzutage haben wir so viele Informationen. A cor, o tipo da madeira. Bom, mas se, lá no showroom é muito bonito. Mas o que importa é ter que ir para sua casa. Wenn du da irgendwas kaufen möchtest, dann gibt es verschiedene Farben und alles Mögliche. Es gibt viele, die viele große Pläne haben, aber es bleibt nur ein Projekt, es wird nie umgesetzt. Executado por você, por materiais diferentes, nem todo mundo tem as mesmas características. Wir sind alle unterschiedlich, nicht alle haben dieselbe Persönlichkeit. Nós vamos estar cooperando e aprendendo, né? Porque você vai. Wir kooperieren, müssen miteinander kooperieren, miteinander lernen. Põe um destaque, né? Você põe a luz especial sobre ele, ou uma fechadura, né? Uma janela, uma porta, tudo bem. Wenn du da beim Laden bist, kannst du dich alles anschauen, Fenster, eine Tür, schön beachten. Aber was bringt es, wenn es einfach nur dort im Laden ist? Wenn Lahme, Blinde und alles einfach nur da rumliegen, das ist Chaos, das ist Unordnung. Wir müssen aufgebaut werden. Das ist der Aufbau. Also wie geschieht dieser Aufbau?
Senhor Jesus, até que hora nós podemos ir? Porque já deu as 9 horas aqui. Ó. Já acabou a reunião, né? Mas foi muito bom, valeu muito a pena, né, o que nós ouvimos de antemão. Ó, Senhor Jesus. Aí como eu falei, ó, também eu te digo que tu és Pedro. Ich sage dir, du bist Petrus, ne? Und über diesen Felsen, also Matthäus hier 16, Vers 18, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Dieser Stein, dieser Fels ist Christus. Jesus hat gesagt, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und as portas do inferno não prevalecerão. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also dieser Petrus, der diese Offenbarung bekommen hat. Dieser Mann, der die Offenbarung des Vaters, des Sohnes bekommen hat. Er ist ein Stein zum Aufbau. Não é? E eu até falo, né, o Tarek me falou, né, que eu brinco que eu gosto de dar serviço, né? Eu até falo que meu ministério é dar serviço para os outros. Ele falou, não. Manche sagen, dass mein Dienst ist, den anderen Dienst zu geben. Eu gosto de sempre ver os outros trabalhando, né? É. Claro, também, né? Mas aí pega o Pedro, né, Cornel? Dann nimmt man Petrus. Tá certo? Ele tinha a empresa de pesca. Petrus war Unternehmer. Ele estava muito bem, né? Porque er hat gefischt. Er hat die ganze Nacht gefischt oder wollte, hat es versucht, hat nichts bekommen. Ele estava muito igual a nós, entendeu? Joga a rede, pega nada. Joga a rede, Netz geworfen, hat nichts. Mas aí ele passa. Graças a Deus, irmão. Aber dann kam jemand vorbei. Dank dem Herrn, unserem Leben kommt auch. Du musst auch immer wieder die Netze werfen. Können wir sagen, ja, ich habe schon die ganze Nacht lang geworfen. Ich habe schon die ganze Zeit versucht. Wenn ich es jetzt nochmal versuche, denkst du, es wird irgendwas passieren? Os anos passaram. Tá, né? Lá em Lucas 5. Lucas 5 hat der Herr gesagt. Also da hat Petrus gesagt, ja, ich habe nichts gefangen, aber wegen deinem Wort werde ich es tun. Und hier, Matthäus 16, sagt er, ich werde meine Gemeinde aufbauen, also Jesus sagt das. Olha só. 21, né? Que é o que é o caminho. Vers 21. Vamos lá para frente, ó, o caminho. Desde esse tempo, começou Jesus. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsste. Pedro. Lá fala, bem-aventurado, Simão Barjona, aqui. E Pedro, chama o Senhor à parte. Beiseite. Fing an, ihn zu tadeln. Vers 22. Dem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies wird ja keinesfalls widerfahren. Deus ia fazer a sua edificação. E essa edificação é perfeita. Deus e o der Herr. Deus usou Pedro. Hat Petrus benutzt, gebraucht vorher, aber jetzt möchte Petrus hier seine Meinung ausdrücken zum Werk des Herrn. Wie oft wollen wir das auch? Wir haben unsere Versammlungshalle reformiert. Wir wollten dann die Tapete, es war ein Riesenstreit. Jeder wollte eine andere Farbe. Das ist ein kleines Beispiel, aber
Wenn man zur Praxis übergeht, dann fängt es an, fängt der Meinungskrieg an. Nein, ich mag es lieber etwas dunkler. Nein, es muss heller sein. Das sind kleine Beispiele unseres Lebens. Der Herr bittet uns darum, dass wir einfach sind. Até um cooperador também, duas semanas atrás, ele comprou. Irmão, ele falou, eu não tenho problema com a comportagem dinâmica. Ein Bruder hat gesagt, ich habe keine Probleme mit Kolportage, aber die Bücher zu präsentieren, ohne zu diskutieren. Chorou com ela. E vai apresentar, não, eu preciso explicar primeiro. Das Buch zu erklären. Er wollte immer die Bücher erklären, also nachdem man gebetet hat und dann das mal so den ganzen Inhalt des Buchs wiedergeben, weil er so gelernt hatte. Wir möchten es einfach machen, also wir beten und legen das Buch in die Hand des der Menschen und sagen, hier, das ist gut für dich. Er hat gesagt, nein, so geht das aber nicht. Mas irmãos, eles não têm um conceito formado. E na igreja nós queremos pegar o nosso conceito. Wir haben oft feste Konzepte, Meinungen in unserem Kopf. Que foi chamado por Deus, que foi trazido por Deus para a igreja. Du wurdest in die Gemeinde gebracht. E agora ainda assim nós queremos. Então, o que que nós wollen wir trotzdem unsere eigene Meinung zu allem geben. O que que o senhor falou para ele, né, pro Pedro? Ó, você começou no Paulo. Was hat der Herr Pedro gesagt? Sabe qual é o caminho, Pedro? É 24, versículo 24, ó. O caminho é isso aqui, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos. Der Weg liegt hier, Matthäus 16, Vers 24. Se não tá dormindo, lê também, né? Wenn er fast einschläft, lest hier bitte mit, auch die anderen können mitlesen. Então vamos lá, versículo, lass uns hier lesen. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Irmão, quer vir após o Senhor? Hoje o irmão falou sobre seguir o Senhor. Então tem que ter Aí, vamos ficar acordados, vamos ficar em pé, vamos ler juntos, tá? Lass uns aufstehen, das zusammen lesen. Vamos lá. Qual é o objetivo? Was ist das Ziel unseres Dienstes? Was ich über den Aufbau der Gemeinde mitteilen möchte, ist, ab Matthäus 16, es ist viel tiefgehender, als ihr denkt, wenn wir auf die Straßen gehen, um das Evangelium zu predigen, Bücher verteilen, die Kontakte aufschreiben. Deixe-me conferir com vocês. Was ist das Ziel von all dem? Es ist, damit diese Menschen in den Dienst der Gemeinde hineingepackt werden. Nicht, weil es an Arbeitern fehlt. Das ist nicht der Hauptpunkt. Es ist, weil, wenn wir dienen, lernen wir uns mit allen Beziehungen zu setzen. Wir lernen, unsere eigenen Meinungen zu verleugnen, die wir immer für richtig halten. Wir lernen, die anderen zu respektieren und ein Gleichgewicht zu haben im Leib Christi. Wir dürfen keine Individualisten sein. Sehr gut. Das ist das, was wir euch da lassen wollen. Das ist eine Gemeinde.
Wir müssen dem Herrn dienen, um aufgebaut zu werden. Aber nicht der alte Dienst, der traditionelle Dienst. Es fehlen Leute. Aber nicht deswegen, nicht deswegen laden wir dich dazu ein, zu dienen. Es ist, damit du lernst, mit anderen umzugehen. Wenn die Gemeinde aufgebaut ist, was passiert dann? Die Pforten des Hades werden nicht die Gemeinde überwältigen. Wieso? Weil es gibt einen geistlichen Kampf, einen geistlichen Krieg. Was wird den Krieg gewinnen? Das ist das prophetische Wort. Wie wird der Herr sein Bild tun, seine Gemeinde aufbauen? Er wird dich und mich als Materialien nehmen, und damit wir zusammen dienen. Ich werde noch kurz über die Dienste sprechen, dann beende ich hier die Botschaft. Grimaldi hat über das, darf ich für dich beten, gesagt. Natürlich, es gibt, wenn wir über die Gemeinde hinausgehen, gehen wir mit. Aber wenn eine Gelegenheit aufkommt in der Arbeit, zum Beispiel, wenn du nicht in Vollzeit dynamische Konsultage machst, kannst du, wenn Gelegenheiten aufkommen, weitergeben. Das Evangelium. Dann die Menschen, die du dann kontaktierst, die können dann im Fürsorgenetz aufgenommen werden. Gente, vai gerar pessoas, vai gerar cuidado, vamos aprender a cuidar. Das wird uns da, beibringen, unsere Menschen zu kümmern. Além disso, nós temos, né, os serviços que nós temos, o serviço de criança. Wir haben auch den Kinderdienst zum Beispiel. O serviço de criança, ou serviço de música, ou serviço de tradução, Musik, gostei, né? Übersetzungsdienst. Mais gente nova, né? É bonito, né? Vamos incluindo as pessoas, dass né? Dass wir alle einbeziehen in die mas Dienste. Mas tudo isso não é para aber das alles ist nicht, damit wir sagen, mein Dienst ist wichtiger als dein Dienst. Aber ich tue einen Dienst, aber ich tue nichts mehr. Ja, tá mal, né? Mas nós não estamos aqui para competir. Os serviços não se competem, o serviço se complementa. Die Dienste ergänzen sich gegenseitig. Wir müssen die Differenzen akzeptieren. Ich wollte über die Schwestern reden. Schwesterndienste. Das ist fort und courageous, ne? Da haben die Brüder gesagt, ja, sei, muss mutig sein, um das zu sagen. Wir danken dem Herrn, weil ist der Schwesterndienst sehr gewachsen in den Gemeinden und ist wirklich sehr nützlich. Dieser Dienst muss auch mit sehr viel Exzellenz weitergemacht werden. Wenn wir dann sehen, was die Frauen als organisieren, das ist sogar schamhaft für uns. Não é o objetivo. O objetivo é a edificação da igreja. O objetivo é cuidar bem das pessoas. Das Ziel ist nicht, dass es schön aussieht, sondern der Aufbau der Gemeinde ist das Ziel. Was müssen wir hervorbringen? Andere Schwestern, die auch dem Herrn nachfolgen, die das Wort leben. Quando nós abrimos a oportunidade, que é o último, né, excelência, Enthusiasmo, Exzellenz, Enthusiasmus und andere einbeziehen. Wir müssen alle einbeziehen. Ja, wenn ich die einbeziehe, dann wird sie das falsch machen. Es ist besser, dass jemand das falsch macht, als dass sie außen vor bleibt. Wenn diese Person dient, wird sie Chancen haben, dem Herrn zu begegnen. Wir müssen immer mehr Schwestern in den Dienst einbeziehen. Diese Inklusion, sie wird wunderbare Dienste hervorbringen. Nenhum serviço é para gerar concorrência.
Kein Dienst ist dazu da, um Konkurrenz zu machen. Wir konkurrieren nicht, wir ergänzen uns. Wir dürfen nicht dienen, um jemandem zu zeigen, dass mein Dienst besser ist als deiner. Wie gesagt, im Fußball gibt es einige Spieler, die nicht für das Team spielen. Até, mas aqui nós somos no estamos em outra esfera, né? O Demóteo nos levou a ver que todas essas ferramentas, né? Todos esses caminhos que Deus está nos dando, diese ganzen Werkzeuge sind dazu da, damit die Gemeinde aufgebaut sind. Né? A alegria, alegria do apóstolo. Né? Das wird encerrar nesse sentimento, irmão, que essa unsere Freude vergrößern. É uma palavra muito prática. Dieses Wort des Aufbaus ist sehr praktisch. Nicht nur du und dein Mann oder du und deine Frau. Natürlich, du musst es mit deiner Familie lernen zu dienen, aber es auch mit anderen Menschen, mit anderen Geschwistern. Eu preciso ser pessoa muito simples, né? Vamos ser simples, irmão. Vamos obedecer. Lasst uns einfach sein. Lasst uns gehorchen. Lasst uns das Wort leben, das uns der Herr gibt.